Hallo Leute und willkommen zurück zu Silent Hill. Ich war jetzt schon zweimal oder so draußen, um jetzt hier zum Leuchtturm zu kommen. Aber es ist die Hölle da draußen, ich sag's euch. Und ich bin jetzt schon zweimal oder so, dreimal oder so gestorben. Es ist echt scheiße, weil sobald mich so ein Affenvieh irgendwie kriegt, liege ich da erstmal auf dem Boden und dann kommen noch die Flugviecher und ne. Es ist echt... Ja, ist okay, komm her. Hab ich dich endlich? Das ist nämlich schon mal der erste. So, jetzt geht's mir schon mal... Ach, das geht mir noch halbwegs gut sogar. Hätte ich nicht gedacht. Da oben kommt das Affenvieh, der ist auch wichtig. So. Ich habe nämlich keinen Bock, dass der mich kriegt. Dafür werden mich wahrscheinlich jetzt gleich wieder andere kriegen. So, hier geht's jetzt runter. Dann geht's hier rüber. So, jetzt geh endlich auf den Boden. Schön. Jetzt wird's schwierig. Bin ich richtig hier? Ich will nämlich nicht falsch laufen. Nee, ich muss mich umdrehen. Okay, wir laufen da lang. Oh Gott, ich sehe nichts. Nein, 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 nein. Weg da. Weg da. Scheiße, scheiße. Nein. Oh, wo geht's denn hier lang? Steh auf. Harry, steh auf. Nein, ich hasse das so. Ey, es ist so zum Kotzen mit diesen Viechern. Geht's da durch? Da geht's lang. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Warte, lauf nochmal weiter. Lauf nochmal weiter. Da vorne ist nämlich noch ein Verbandskasten, der ist wichtig. Wichtig, nimm ihn. So, wie geht's mir? Ja, da kommen die Affenviecher schon. Mir geht's nicht gut. Kann ich direkt nehmen, geil. Steh auf. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Und weg. Oh, ey, es ist so scheiße hier, echt, ganz ehrlich. Es ist so unfair. Es geht gar nicht. Lauf weiter. Bitte, bitte. Ja, direkt in die Arme von ihm am besten. Oh, ich bin aber richtig. Nein. Komm, komm, steh auf, steh auf, steh auf. Mach was, tu was. Nein, da lang, die Steuerung ist so behindert. Echt. Ich komm nicht klar hier. Echt, ich bin schon wieder... Scheiße, ich bin schon wieder falsch gelaufen. Ich war eigentlich richtig. Es ist so kacke. Könnt ihr mich mal bitte in Ruhe lassen? Nein! Jetzt lauf da weiter. Oh, ihr wisst gar nicht, wie schwer das ist mit dieser Steuerung hier. Und ich mach das... Er hat mich nicht gekriegt. Er hat mich nicht gekriegt. Lauf geradeaus. Weiter, 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 weiter. Weiter, weiter, weiter. Wo lang? Unten? Wo oben? Kacke, ich glaube nach oben, oder? Manu! Ja! Oh Gott sei Dank. Boah, es ist richtig scheiße hier. Mein lieber Schwan, ey. Das war echt das Schwierigste, finde ich hier. Das zu schaffen. Ihm geht's auch richtig scheiße, kann das sein? Ja, irgendwie geht's richtig kacke und wir haben gar nichts mehr. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich es geschafft habe. Deswegen speichere ich hier einfach mal. Und ja, weiß ich nicht. Man kann ja immer wieder irgendwie neu laden, notfalls. Mein Joystick vibriert auch die ganze Zeit, weil es geht ihm einfach echt kacke. Aber ich habe ja auch nichts. Und das Einzige, was man da draußen gefunden hat, ist ein Verbandskasten. Und so viele Viecher, so wenig
Heilung und dann das alles nach der Kanalisation und davor auch noch. Das reicht nicht. Wait. Damn, it was too late. Okay. Was ist jetzt hier? Sieht alles voll irre aus. Hast du deine Taschenlampe an oder aus? Sieht man nicht. Tut sich nichts. Was ist jetzt? Es vibriert und vibriert. Und ich kann mich nicht ordentlich heilen. Bei der nächsten Aktion gehe ich drauf. Aber ich wüsste auch nicht, wie ich da jetzt hätte besser durchlaufen können, als wie gerade eben. Echt. Höchstens den blöden Weg nicht nochmal aus Versehen zurück. Die Treppe hoch, das war falsch. Ja, dann ist hier nichts, dann gehe ich wieder runter. War das jetzt voll umsonst hier, oder was? Das war's. Und dafür bin ich hierher gelaufen, hab meinen Arsch riskiert, oder? Diese Steuerung. Ja. Es ist jetzt aber viel weiter als vorher, oder was? Ja, dann speicher nochmal. Weiß zwar nicht, was das gebracht hat, aber... Was jetzt? Bin ich jetzt wieder hier? Ist ja... Was mache ich denn jetzt? Vergiss es. Warum sind da auf einmal Hunde eigentlich? Ja, ich... Ehrlich gesagt checke ich gerade nicht. Moment mal. Hat sie nicht... Oh, ich bin schon wieder rot. Scheiße, was habe ich getan? Ich hätte nicht rausgehen sollen und mich beißen lassen sollen. Sie meinte doch, ich kann den Floros benutzen. Ich bin rot, ey. Ich glaub's nicht. Rot ohne Heilung. Ich musste meine Katze... Ich musste meine Katze wieder reinholen vom Balkon. So, sie meinte doch irgendwie, ich soll den Floros auch benutzen. Vielleicht kann ich das ja hier, habe ich vergessen. Nö, kann ich aber nicht. Und sie meinte auch, ich brauche den irgendwie im Vergnügungspark, ne? Hier muss es doch jetzt aber irgendwas zu tun geben. Es kann doch gar nicht sein, dass ich jetzt da wieder raus muss und dass man nur dafür hierher laufen muss. Das kann doch gar nicht sein. Hä? Ich meine, hat sie jetzt verpasst und was? Nix, was ich jetzt hier machen kann, oder was? Das kann doch gar nicht sein. Das verstehe ich gerade nicht, was ich dann hier soll. Weil das ist ja voll schwierig, hierher zu laufen. Und ich, ja, check ich nicht. Ist hier irgendwas in der Ecke? Hier. Und ich kann das nur nicht sehen, weil es alles so verpixelt ist oder so. Hier, kannst du das benutzen? Kannst du da irgendwie rauf? In diese Mitte hier? Wo ist sie denn eigentlich hin? Kann man hier noch weiter? Nee. Hier ist es auch einfach nur dunkel. Man sieht nichts. Ist einfach nur blöd. Ja, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich verstehe das echt nicht. Ich laufe jetzt wieder... Weiß ich nicht, wo soll ich hier überhaupt hinlaufen? Wo könnte ich überhaupt hin? Ich... In Annie's Bar vielleicht? Dass ich da einfach mal hinlaufe, wenn ich es schaffe. Ich versuche das jetzt einfach mal. Oder... Moment mal, bevor ich jetzt hier... irgendwas vergessen habe zu machen, gucke ich mal, ob ich jetzt hier was machen kann. Und schalte dann gleich nochmal zurück zu. Warte mal, ich
will mir nur einfach sicher sein. Ich glaube jetzt, dass ich hier wieder weg muss, aber ich bin mir halt nicht ganz sicher, also bis gleich. Ja, es ist irgendwie so, dass hier oben nichts mehr im Leuchtturm ist und man soll jetzt hier rausrennen. Also lag ich richtig. Ich habe jetzt nochmal neu geladen. Dementsprechend bin ich zumindest gerade orange, aber das wird uns nicht viel bringen. Ich befürchte, dass ich in nächster Zeit ganz oft sterben werde und viel oft neu laden muss. Aber okay, versuchen wir das einfach mal hier eben, denn wir müssen gleich nicht den ganzen Weg zurücklaufen. Ja, geil. Nicht mal eine Munition mehr. Herrlich. So. Sybil hasn't come back. That creep's sure to show up at the amusement park pretty soon. Let me be on time. Ja, wir wollen da ankommen. Ich schätze mal, ich bin jetzt rot, weil ich einmal gebissen wurde. Es ist so, ich weiß echt nicht, wie ich das schaffen soll. Das Einzige, was mir einfällt, ist nochmal neu laden und nochmal hin und her rennen. Aber er muss ja auch im Leuchtturm einmal dahin laufen, damit er dann halt zum Vergnügungspark laufen kann. Und das ist echt so ein Kotzen. Ich bin rot und hab gar nichts mehr. Bei der nächsten Aktion bin ich tot. Aber gut, ich werde es jetzt einfach mal so lange probieren, wie ich schaffe. Werd jetzt einfach mal hier bei der Rezeption nochmal speichern, so. Und dann lade ich nochmal eben neu hier. Eigentlich will ich überhaupt nicht kämpfen, ich will nur noch weglaufen. Weil, ja, wir auch noch was vergessen haben, glaube ich. Also, ich meine, dass es egal spielt, ob jetzt oder davor oder danach, aber ich möchte das auf jeden Fall noch machen, denn das Spiel... Oh, ich habe keinen Bock, ey. Ich bin rot. Man kann oben rechts in... Ja, und die Musik fängt auch wieder richtig geil an. Man kann auch noch in Annie's Bar, glaube ich, in Indian Runner. Und deswegen möchte ich es nochmal probieren, obwohl ich rot bin, in Annie's Bar zu laufen. Das wird sowieso nichts, weiß ich jetzt schon. Bei den ganzen Viechern hier. Ja, das ist toll. Bin ich richtig? Ich muss auf jeden Fall richtig laufen, sonst habe ich ein Problem. So. So, ich darf jetzt echt eigentlich keinen Fehler machen, aber ich werde sowieso einen Fehler machen. Bin ich richtig, bin ich richtig, bin ich richtig. Ich werde jetzt ganz oft auf die Karte gucken. Da hinten dann links. Leider kommen hier ganz viele Viecher. Genau, wenn sowas passiert mit der Steuerung, bin ich sowieso tot. Sowas von tot. Tot, tot. Tot und er ist tot. Er dürfte gleich tot sein. Wo ging's denn hier jetzt nochmal links rein? Ja, geil, ich kann hier gar nicht lang, oder was? Komm mal auf die Straße, Junge. Auf die Hauptstraße, weil in diesen Winkeldingern ist viel zu viel los. Oh Gott, meine Hände schwitzen schon, weil ich sowieso gleich sterbe. So, ich halte mich gerade mal so ein bisschen links auf der Hauptstraße. Schaffe ich das, schaffe ich das, schaffe ich das. Befürchte ja eher nicht, aber... Okay, wie komme ich da dann hin? Scheiße. Aber dann habe ich das ja verpasst, oder was? Das ist doch voll kacki. Ich weiß, dass man da auf jeden Fall noch hin kann. Und das ist, glaube ich, nicht unwichtig. Weil es gibt verschiedene Enden vom Silent Hill. Und ich möchte natürlich eigentlich erstmal das gute Ende haben. Und ich habe auch gar keinen Bock, eigentlich jetzt das dreimal noch zu machen, um dann auch noch die ganzen anderen Enden zu spielen, weil das halt hier so nervenaufreibend ist und man halt so schnell sterben kann. Aber, boah, wie, dann komme ich da ja gar nicht hin. Was mache ich denn dann jetzt? Ja, ich überlege gerade, ob ich jetzt noch einen Cut mache und
bevor wir halt zum Boot gekommen sind, ab da nochmal spielen. Aber das würde ja eigentlich bedeuten von der Kanalisation. Und das habe ich, glaube ich, gerade überschrieben, den Speicherstand. Bin mir nicht sicher, oder? Nee, Sewer habe ich noch. Ja, sonst laufe ich jetzt einfach mal erstmal geradeaus zum Vergnügungspark oder so. Ich habe keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Vielleicht kann man ja doch noch da auch hin. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Ich meine nur, man kam da noch hin. Und wenn das jetzt schon wieder alles gesperrt ist, habe ich keinen Plan. Die sollen mich mal in Ruhe lassen hier, die Affen. Muss ja eigentlich nur ganz weit geradeaus laufen. Also, wenn in dem Falle das jetzt das schlechte Ende wird, dann werde ich das Gute auf jeden Fall noch nachholen. Weil ich meine, dass man halt in Annies Bar oder so nochmal den Kaufmann trifft. Und das ist wichtig, um das gute Ende zu bekommen. Was ziemlich scheiße ist, wenn man das, wie ich jetzt hier gerade, verpasst hat. Ja. Wenn das hier aber auch gesperrt ist, frage ich mich gerade, was soll ich denn dann machen? Hä? Dann muss ich hier irgendwo rechts reinkommen. Ja, das war gut. Damit der mich nicht kriegt. Nein! Stirb bitte, weil ich möchte nicht sterben. Ich bin jetzt sehr weit gelaufen. Gut. Ist jetzt hier die Kanalisation? Oder was? Der Deckel ist entfernt worden. Ist Zibbe vielleicht von hier aus zum Vergnügungspark gelangt? Action Silent Hill. So, super, wo sind wir hier? Oh nee, nicht schon wieder Kanalisation. Wollt ihr mich verarschen? Ich bin richtig rot. Ich vibriere immer stärker. Ich kann da gar nichts mehr machen. Das werde ich niemals überleben. Never ever. Also eher werde ich nochmal das andere wiederholen. Und das mache ich jetzt, glaube ich, mal. Ich bin mir einfach gerade nicht mehr sicher. Ich müsste eigentlich vorher, meine ich, zu diesem Indian Runner und bla 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 gekommen sein. Und da ich das nicht gemacht habe, gut, ich mache einen Run. Und sobald ich hier sterbe, mache ich den Cut und dann war es das erstmal. Was habe ich gesagt? Ich bin total, mich braucht nur ein Tier und mich haben echt viele noch gebissen zwischendurch, wo ich nicht gedacht hätte, dass er überhaupt den Weg schafft. Aber ich finde es echt kacke, dass man, wenn man beim Leuchtturm war, halt nicht nochmal zurück kann. Ich werde jetzt einfach mal einen Cut machen. Das war jetzt so ein bisschen nicht so geiler Part. Ein bisschen kurz halt. Aber ich gucke jetzt nochmal nach, wie das ist mit diesem Enden und was ich da beachten muss. Und wenn ich das gute Ende nur kriege, vorher da reinzukommen, vorm Leuchtturm, dann werde ich jetzt nochmal ein bisschen einen alten Speicherstand laden und schalte dann nochmal zu euch zu. Ja, das mache ich jetzt nochmal eben. Wir haben 19 Minuten. Wenn ich jetzt auch noch ein bisschen überziehe, ist ja auch nicht ganz so schlimm. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, ich habe jetzt halt doch nicht den Part beendet, sondern schmeiß mal das hier doch eben hinten ran, wie erwähnt. Und wir sind jetzt quasi nochmal aus der Kanalisation rausgekommen, sodass wir jetzt nochmal die Möglichkeit haben, in Annies Bar Indian Runner zu kommen. Und ich habe nochmal ein bisschen recherchiert. Und das ist natürlich wichtig für das Ende. Wenn man halt... Also ich muss mal dazu sagen, es gibt 4 verschiedene Enden ungefähr. Und ein gutes, ein richtig gutes, ein schlechtes und ein sehr schlechtes Ende. Und ich wollte eigentlich das sehr gute haben, was wir an dieser Stelle schon jetzt nicht mehr erreichen können. Denn da hätte ich was im Krankenhaus einsammeln müssen, was ich nicht eingesammelt habe, was mich ein bisschen irritiert, weil ich nochmal googeln muss, wo ich das denn hätte finden können. Kommen wir hier rein? Nein. Also hier...
Wo ist denn jetzt eigentlich dieses Indien-Dingsbums? Annie's Bar, meine ich. Guck mal gerade aus hier. Oh, ich laufe bestimmt wieder total falsch gerade. Aber ich bin so ungefähr richtig. Ich weiß noch nicht, von welcher Seite. Ja, das war klar. Lass mich bloß in Ruhe. Blöder Affe. Da ist Annie's Bar. Rein mit dir. Denn das wollte ich nicht verpasst haben. Are you okay? Yeah, I guess so. But I'm beat. I thought I was a goner there. So how'd it go? Did you find a way out? No, not yet. How about you? Zip. But it's too soon to give up. This craziness can't go on forever. A military rescue squad should be here any time now. If they come through the town, we're home free. I hope so. I better get going. This isn't the time to stand around flapping our gums. Do you know a girl called Alessa? No. Ja, das war jetzt unter anderem schon mal wichtig. Außerdem können wir hier auch nochmal speichern und das werde ich dann auf jeden Fall auch gleich nochmal tun. Finde ich denn hier auch ein bisschen Heilung oder so? Wäre auch total dufte, weil wir haben gar nichts mehr. Oh ja, oh ja, oh ja, bitte her damit. Na komm, ja, ja. Das ist wichtig. Ohne das komme ich gar nicht mehr klar. Ja, was gibt's hier noch? Da hängt was. Das ist ein Kö. Brauchen wir nicht. Wir wollen gerade nicht Billard spielen. Hier muss es doch noch mehr geben. Das Schloss klemmt. Hier. Kaufmann muss das fallen gelassen haben. Schau mal, es ist voller Zeug. Was für ein Zeug denn? Ich habe einen Schlüssel bekommen und eine Quittung. Das ist sehr gut. Denn das alles müssen wir gerade tun für ein gutes Ende. Und dieses gute Ende werde ich einfach mal... Ja, ich werde jetzt mal hier einen Cut machen, weil ich hier gerade gut speichern kann. Dann laufen wir als nächstes... wie mache ich das jetzt am besten? Ja, ich überschreibe das jetzt, weil ich werde es eh nochmal machen müssen, leider. Wo ich dann nochmal durch die ganzen Monsterhorden laufen muss, aber... als nächstes gehe ich dann nämlich zu Indian Runner, weil ich glaube, dass wir da den Schlüssel halt einsetzen können. Und das sind so Sachen, die informationstechnisch nicht so fließen und deswegen bestimmt es halt auch das Ende, weil es halt sowas Besonderes ist. Und wenn man das Spiel nicht kennt oder wie ich nur einmal gespielt habe, dann vergisst man halt auch nochmal die Reihenfolge. Und ich finde es ganz gut, dass wir das jetzt so machen, weil wir zumindest dann ein eventuell positives Ende haben werden, was mir wichtig war. Wenn auch nicht das super Gute, aber ich will jetzt halt nicht spoilern. Deswegen kann ich nur sagen, ich habe was vergessen im Krankenhaus einzusammeln, was das Ende bestimmt. Und das ärgert mich gerade total, weil ich nicht weiß, wo ich das übersehen habe und wo ich das hätte einsammeln sollen. Aber Pech jetzt, dann haben wir eben nur das gute Ende. Und ja, mal schauen. Ich erwähne es sonst auf jeden Fall am Ende des Spiels nochmal, was man hätte halt noch machen können. Gut, als nächstes geht's zum Indian Runner. Dann werde ich im nächsten Part danach einen Cut machen. Dann nochmal das mit dem ganzen Leuchtturm durchziehen, bla bla bla, damit wir dann halt durch die Kanalisation nochmal laufen können, um den Weg zum Vergnügungspark auf uns zu nehmen, wo wir dann hoffentlich Sybil finden werden. Also bis zum nächsten Mal und bis dann.